Erst letzte Woche dachte ich mir so, von Pioneer kam schon lange nichts Großes Neues mehr. In diesem Video zeige ich euch etwas Großes Neues. Der Pioneer DJM 700 bzw. 750 war seit seiner Markteinführung die beste Lösung, wenn man Club-ähnliches preiswerter wollte. Die 700er-Reihe ist bekannt dafür, den Spagat zwischen Hausgebrauch und Clubstandard wunderbar zu stemmen. Und der neue DJM 750 MK2 wird insbesondere in Kombination mit den XDJ 1000 MK2 Multiplayer auch professionellen Ansprüchen gerecht. Farblich wie auch von den Bedienelementen her wird der DJM 750 MK2 auf die neue Linie gebracht. Dunkle Oberfläche, dunklere Potties, auch die Anordnung hat sich ein wenig verändert. Während der DJM 750 den Soundcaller FX rechts angeordnet und nicht für jeden Kanal hatte, besitzt der MK2 nun wie aktuell üblich den Soundcaller FX auf der linken Seite inklusive separatem Regler für jeden Kanal. Dub Echo, Sweep, Noise und ein Filter stehen zur Verfügung. Das Ganze sogar samt einem Parameterregler, der für das Echo vermutlich die Zeit oder für den Filter die Resonanz regeln wird. Wenn man die hauseigene Software Rekordbox nutzt, kann man die Effekte natürlich auch in der Software umstellen und bekommt so Zugang zu weiteren Effekten wie zum Beispiel dem Gate-Effekt. Daneben befindet sich natürlich nach wie vor die Effektsektion, wie bereits bekannt. Die BeatFX bieten nach wie vor die Effekte Delay, Echo, Ping-Pong, Spiral, Reverb, Trance, Flanger, Pitch, Roll, Vinyl Break und Helix. Also auch hier ein Update der Effekte auf den aktuellen Stand. Mit an Bord nun ebenso die Möglichkeit zur Auswahl der Frequenzbereiche, in denen der Effekt wirken soll, also Low, Middle und High. So steht die Effektsektion dem DJM 900 Nexus 2, also dem Flaggschiff von Pioneer, eigentlich nichts mehr nach. Der Send-and-Return-Weg wird nun ebenso unabhängig von der Effektsektion sein. So können Effektgeräte wie zum Beispiel ein RMX 1000 zum Beispiel parallel zur Effektsektion angeschlossen und genutzt werden. Es ist allerdings kein echter Send-Return, eher ein in der Lautstärke regelbarer Master-Insert. Der DJM 750 MK2 verfügt nun auch über ein internes Audio-Interface. Dazu bekommt man beim Kauf des Mixers nicht nur eine Rekordbox DJ-Lizenz, sondern auch eine Lizenz für das Rekordbox DVS-Package, also das notwendige Plus-Pack, um die Software mit Timecode-Vinyls steuern zu können. Die Timecode-Vinyls selbst müssen allerdings einzeln erworben werden. Die EQs des neuen 750ers sollen denen des DJM 900 Nexus 2 nachempfunden sein. Ebenso wurde als Crossfader ein Mac-Level-Fader verbaut, was besonders Scratch-DJs sehr freuen wird. Nach wie vor ist die EQ-Charakteristik zwischen klassischem EQ und Isolator einstellbar. Faderkurven für die Line-Fader sind ebenso einstellbar wie den neuen Crossfader. Kosten wird das gute neue Stück rund 1.199 € und ist ab September erhältlich. Laut Pioneer selbst ist das Gerät damit rund 1.000 € günstiger als der DJM 900 Nexus 2. Dabei aber mit fast denselben Features der perfekte Mixer für das Setup zu Hause. Mein Fazit zu dem DJM 750 MK2 kann sich tatsächlich sehen lassen. Ich finde den Mixer absolut gelungen und kann ihn nur empfehlen. Also wer sich von euch einen neuen Mixer zulegen möchte, hat aber nicht das nötige Kleingeld für den 900 Nexus 2, kann guten Gewissens zu dem Pioneer DJM 750 MK2 greifen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und wie immer findet ihr in der Mitte des Videos jetzt mein Abonnieren-Link, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben
Und ja, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr natürlich auch gerne ein nächstes Video anschauen, das ich euch jetzt einblenden werde. Ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal.